Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Wir haben beim letzten Mal die Stempel und die Herzteile vervollständigt und jetzt geht es darum, die Steckkristalle zu vervollständigen und wir haben für die Stempel ein neues Kleidungsstück bekommen. Weiß ich nicht, ob es das sinnig war, jetzt noch zum Schluss so ein Kleidungsstück zu kriegen. Aber okay. Und wenn ihr das Spiel auch haben wollt, wollt aber nicht den Vollpreistitel zahlen, schaut doch gerne mal in die Videobeschreibung vorbei. Dort findet ihr einen Affiliate-Link zu Instant Gaming. Instant Gaming ist eine Plattform, die plattformunabhängig Spiele und Geschenkguthaben anbietet. Und das zu einem fairen, billigeren Preis. Und es lohnt sich. Schaut doch gerne mal vorbei. Ich wünsche euch viel Spaß beim Shoppen und viel Spaß beim Video. Wie gesagt, wir sind beim Vervollständigen und hier haben wir direkt noch ein Steckekristall erhalten und können hier die Markierung löschen. Dann haben wir hier gleich drei Stück, die wir einsammeln können. Und ja, also es ist anscheinend da oben ein Stärkekristall. Okay, weiß ich nicht, ich habe es nicht gefunden. Deswegen würde ich sagen, versuchen wir mal mit der Story weiterzukommen, weil anscheinend wird sich da noch was ändern, aber das zu gegebenen Zeit. Und ja, da habe ich mich leider etwas spoilern lassen. Lass mich. Nein, nein, nein. Danke. Okay, damit haben wir auch diesen Stärkekristall. Jetzt gucke ich mal auf die Karte. Ah, es macht, glaube ich, keinen Unterschied. Nehmen wir den hier. Komm. Da können wir nämlich auch den oberen direkt nehmen. Und haben damit schon zwei Stärkekristalle. Und in Schloss Hyrule sollen nochmal zwei sein. Okay. Ich möchte erstmal den oberen nehmen. Der sich hier irgendwo befindet. Der wird sich doch nicht im Baum befinden. Der sieht eigentlich aus. Yep. Der ist es. Direkt den nächsten Stärkekristall. Das muss ich unbedingt bedenken, dass das stelleweise so verzogen ist, die Karte, weil die so weit rausgezoomt ist, die ich habe. Und ich glaube, dasselbe ist auch dort passiert. Weil hier ist der Stärkekristall. Und ihr seht, wo ich den Stempel hingesetzt hat. Das ist halt, wenn man weiter hoch zoomt, passt das. Aber in echt ist es näher als gedacht. Also, das muss ich bedenken. Ich nehme an, genau dasselbe ist in diesem Wald passiert. Aber da müssen wir noch was machen. Weil, die hat es ja schon angedeutet und hat gesagt, ja, Moment mal. Nein. Nee, 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 nee. Okay. Das ist wirklich The Legend of Zelda Link's Awakening Vibes. Wenn das jetzt zwei sind. Ja, die hätten wir viel früher, viel, 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 viel früher erhalten können. Okay. Markierung löschen. Markierung löschen. Jetzt fehlt uns nur noch hier den einen. Ich weiß nicht, ob ich auch alle Wegfreunde habe. Das werde ich aber dann zu gegebener Zeit ebenfalls noch gerade prüfen, dass wir auch alle Wegfreunde haben. Aber ich denke schon, da waren wir gut dabei. Okay, ist es der hier? Nein.
Der hier? Ja, okay. So, dann fehlt uns nur noch der eine vom Wald. Aber zuvor möchte ich doch ganz gerne mal kurz hier hoch. Hm? Hier waren wir bei mich sehr selten bis gar nicht. Hier sind aber nur ein paar Rubine. Ja, da ist nicht viel. Da ist aber auch ein Wegfreund in der Nähe. Das passt schon. Okay, gehen wir nochmal in den Wald rein, weil dort sollen wir auf die Tafel, denke ich mal, gucken. Weil er hat ja gesagt, sie hat was mit der Tafel gemacht. Und das allerdings lässt doch einen zu denken übrig. Ich gucke mal, ob ich hier noch was Interessantes finde. Nein. Okay, gut, lesen wir mal die Tafel. Wenn die 6 Podeste besetzt sind, wird der Weg sich öffnen. Nutze die Hilfe der Echos und stelle deine Weisheit zur Schau. Okay. Google der Vorzeit gemerkt. Ja gut, aber ich könnte auch sagen, ich nutze die und setze die da drauf. Weil das sind doch die besagten Podeste, ne? Ja, wenn das Ding schon so schwebt. Ja. Okay, als nächstes muss ich auch Rick runter. Da muss noch ein Podest sein. Okay, es ist ein... nein, da wird kein Podest sein. Hoffe ich zumindest. Ah, da ist Podest. Das ist die Frage. Ist das Podest hier... Ah, und deswegen auch die Echos. Dort muss ich auch noch gucken, ob ich alle habe. Weiß ich nämlich nicht. Kann gut möglich sein, dass wir noch nicht alle haben. Der zählt nicht. Really? Es müssen die Echos sein. Ernsthaft? Nee. Der war noch nicht richtig. Okay, dann haben wir hier den erledigt. Er muss aber weiter schräg runter. Noch einer stehen. Hier in dem Gebiet? Weiter schräg runter. Hier! Das heißt, wenn ich hier nach da gehe, müssten wir auf den nächsten stoßen. Jawoll! Okay, einfaches Rätsel, interessantes Rätsel aber. Wie viel Trieb brauchen die denn? Nur eins. Okay, wenn ich aber hier wieder geradeaus weitergehe, haben wir hier den letzten von unten. Oh weh. Das wird wehtun, Zelda. Ja. Sag ich doch. Okay, und hier schräg nach oben müsste noch ein Podest stehen. Ich kenne mich aber auch an den anderen Podest. Ah! Du möchtest bestimmt... Ah, jetzt muss ich aufpassen. Nee. Verbrauchst zu viel. Aber ist was... Mach einfach so. Alles andere ist zu gefährlich. Wenn ich nämlich zu viele Packrats mache, sind die Kugel wieder weg und das will ich halt nicht. So. Und damit haben wir die letzte Kugel drin. Und jetzt müsste ja was passieren. Und ja, es bildet halt ein Triforce. Frage ist, was
geschieht nun? Ansehen. Es bildet also wirklich einen richtigen Triforce. Okay. Ein Weg. Dann werden wir wacker voranschreiten, um eure Sicherheit sicherzustellen. Es geht nicht. Ihr darf nur weiter, wer sich die Anerkennung der Göttin erworben hat. Aber... Du kannst uns anderweitig unterstützen, aber das hier musst du uns überlassen. Sei du weißt, dich zu helfen. Und ich bin ja auch noch bei ihr. Zusammen schaffen wir das. Aber... Nein, ich verstehe schon. Ich werde mich fügen. Eurohoheit, werter Tri, auch euch ist Verlass. Das weiß ich. Ich werde derweil ins Schloss zurückkehren und weiterhin die Berichte zur Monsterschlichtung im ganzen Reich verfolgen. Bitte gebt auf Verschacht. Werden wir. Also, Abmarsch! Dramatik. Lass uns gehen. Ja, warte. Weil... Jetzt sieht der Wald anders aus und hier ist tatsächlich was. Nervt nicht. Sonst muss ich ja tatsächlich noch erledigen. Ja, hier ist tatsächlich was. Das könnte der letzte Stärkekristall sein. Den bekommt man tatsächlich erst, wenn man alle Rätsel gelöst hat, was den Wald angeht. Und jetzt haben wir auch alle 25 Stärkekristalle. Gut. Da muss ich nicht nochmal nachschauen, wo habe ich was vergessen. So, dann gehen wir hier hin zu Lulaby. Und geben die 25 Stärkekristalle ab. Dann bin ich mal gespannt, was es für die 25 gibt. Ich gehe mal davon aus, dass es nichts Besonderes für die 25 erstellten Kristalle bekommen. Für die 25 Kristalle nichts besonders bekommt. Seine Majestät hat uns alles mitteilen lassen. Der Feind hat also ein Echo von euch erzeugt. Statt die List des Feindes zu beklagen, sollten wir uns eher auf befassen, wie ihr schnellstmöglich zur großen Macht kommt. Braucht ihr was? Der Feind scheint listiger zu sein, als wir für möglich gehalten hatten. Schreitet mit größter Vorsicht voran, Prinzessin. Muss ich das tatsächlich hier hin machen? Es scheint nichts mehr zu geben, was wir jetzt noch verbessern können. Doch wenn ihr weitere 25 Kristalle der Stärke auftreiben könnt, wäre es vielleicht wirklich noch etwas Interessantes. Ja, ihr besitzt bereits 25 Kristalle. Dann müsste ich etwas Interessantes herstellen können. Dann schreitet ich direkt zur Tat. Das wird etwas ganz Besonderes. Wartet es nur ab. Okay. Da bin ich mal gespannt, was es wird, wenn es ganz besonders ist. Okay. Und fertig. Das Ergebnis meiner Bemühungen könnt ihr draußen von der Haus bewundern. Es erfüllt von der eigentümlichen Energie, die den Kristallen der Stärke innewohnt. Oh nein. Aber dieses Buch habe ich noch nicht gelesen. Lulabys Tagebuch liegt verlockend auf den Tisch. Eintrag 1. Das an dem Standort früherer Reise auftretende Mineral Volgo, Kristall der Stärke, scheint wundersame Eigenschaften zu besitzen. Ich konnte beobachten, wie Monster aus dem Osten vorne dem Mineral zurückschrecken und jede Berührung meiden. Würde man dieses Kristall sammeln und eine Waffe daraus anfertigen, wäre eine vernichtende Wirkung gegen Riss Monster garantiert. Nach langwierigen Bemühungen habe ich ein Verfahren auch gefunden, um Kristalle der Stärke zu größeren
Erzstücken zu verschmelzen. Dies ist die Voraussetzung dafür, eine Waffe daraus zu schmieden und diese dann noch weiter zu verstärken. Welche Waffe wäre wohl am geeignetsten? Die Anfertigung eines Prototypen hat hohe Priorität. Nächster Eintrag. Als ich im Wald von Monstern angefallen wurde, hat mich ein Jüngling namens Link gerettet. Da erfahren wir mal ein bisschen was davon, von der Begegnung. Von den Bewohnern des Sudelia-Dorfes konnte ich erfahren, dass Link zusammen mit weiteren Kindern weggezaubert worden war. Niemals zuvor hatte ich gehört, dass jemand, der weggezaubert zurückgekehrt ist und schon gar nicht eine ganze Gruppe von Kindern. Doch all diese von einem Riss verschlungenen Kinder hatten danach etwas Eigentümliches eingebüßt. In Links Fall war es das Sprachvermögen. Er konnte sich zwar nicht mehr sprachlich äußern, kämpfte aber fortan umso entschlossener für das Gute. Sein Mut inspirierte mich. Sofort war mir klar, dass er der künftige Besitzer des Schwertes der Stärke sein muss, das ich geschmiedet habe. Ich sehe es als meine Bestimmung an, ihn auf seinen Wegen nach Kräften zu unterstützen. Morgen gehe ich noch einmal ins Sudelia-Dorf. Okay, hier hatte Link sein Sprachvermögen also verloren, weil er im Riss war. Interessant, in Breath of the Wild erfahren wir, dass Link eine Erkrankung hat, die dafür sorgt. Und ich sag mir, Link spricht, weil man, das finde ich halt beim alten Mann auf dem Plateau, konnte man wie hier auch was auswählen. Das heißt, Link muss ja etwas zu ihm gesagt haben und Nintendo möchte ihm keine Stimme geben, weil wir die Stimme von Link sein sollen. Und das, der ist da eigentlich, also meiner Meinung nach der eigentliche Grund. Aber ich finde es schön, dass man deswegen trotzdem solche Lösungen sucht, dass man trotzdem so denkt, ah, es hat einen Grund, warum er nicht spricht. Finde ich schön. Dann gehen wir in den nächsten Eintrag. Meine Theorie hat sich bestätigt. Link konnte mit dem Schwert der Stärke erst die in einem Riss erschienenen Monster vernichtend verschlagen. Entschuldige. Nur dem blauen Ungeheuer, das ich für den Ungeheuer der Risse halte, konnte er nichts anhaben. Um diese übermächtiges Ungetüm zu besiegen, reicht die Kraft des Schwertes wohl noch nicht aus. Mir fällt gerade ein, kämpfen wir nicht gegen Ganon? Das wird interessant. Wobei doch, wir wissen ja, wir kämpfen gegen nie hier. Doch es sollte möglich sein, es weiter zu verstärken. Wir müssen mehr Kristalle der Stärke beschaffen. Nächster Eintrag. Auf der Rückweg von einem seiner Abenteuer kam Link zu meinem Haus. Die Kapuze, die ich ihn geschmiedet habe, schien ihm zu gefallen. Auch wenn er nicht versprechen kann, verstehe ich recht gut, was er so fühlt und denkt. Ich werde neue Waffen für ihn anfertigen. Ich sehe es als meine Pflicht an, ihm zu helfen, wie ich nur kann. Nächster Eintrag. Link war bei mir. Er wird bald aufbrechen, um endlich jene blaue Ungeheuer zu bezwingen. Er scheint in höchster Eile zu sein, auch wenn ich den Grund dafür nicht recht verstehen kann. Ich habe das Schwert der Stärke so weit wie möglich verstärkt und ihm die übrige Waffe überreicht. Mehr kann ich für ihn nicht tun. Mein Kopf sagt, dass er gut vorbereitet ist, doch mein Herz besorgt um ihn. Und das zu Recht, denn wir wissen, wie das ausgeht. Bitte kehre wohlbehalten zu mir zurück, Link. Oh. Okay. Gut, dass wir das auch gelesen haben. So erfahren wir, denn was passiert ist und was erhalten wir für die 25. Er hat sich Dekoration fürs Haus gekauft. Für unsere Bemühen. Nintendo! Was soll das? Also, ich habe ja nichts erwartet und habe nichts bekommen. Aber selbst das hat die Wartung unterboten. Ansehen. Okay, ich kann meine Nergia-Balken auffüllen. Hooray! Nintendo! Oh mein Gott! Bitte mach doch mal etwas Vernünftiges für das Erledigen eurer Quest!
In Breath of the Wild kriegt man schon nichts Besonderes, um es lieb zu sagen. Und das hier? Sie hat ja nichts bekommen. Arme Zelda. Ach, Nintendo. Es macht mich sprachlos. Und ich würde sagen, mit diesen geschockten Sachen war es für heute. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da, lasst ein Abo da, kommentiert. Was haltet ihr von diesem Geschenk? Schreibt es mal gerne in die Kommentare, wie ihr euch gefühlt habt, als ihr das bekommen habt. Für die 25 stärkeren Teile, die nicht einfach zu sammeln waren, muss man dazu sagen. Und ich würde sagen, mit dem Kommentar, das stimmt. Diejenigen, die gründlich alles durchsuchen, werden belohnt, auch mit den Herzteilen. Aber da muss ich ehrlich sagen, die waren zu leicht versteckt. Ich hätte sie auch sehen können, wenn ich noch mehr rumgegangen wäre. Weil das wäre tatsächlich jetzt das Nächste. Ich gucke, was noch fehlt an der Karte. Also allerhöchstens noch Wegfreunde. Des Weiteren 150 Steckkristalle gibt es. Ich werde jetzt mal alle einblenden. Wenn ich die richtige Taste dafür finde. Stempel und die Herze. Da seht ihr einmal die vervollständigte Karte, was die Sammelobjekte angeht. Ich gucke beim nächsten Mal, ob ich alle Wegfreunde gefunden habe, was mir noch an Items hier fehlen. Und hier an Kleidung. Und natürlich, was mir noch an Echos fehlen. Weil da bin ich mir nicht sicher, ob wir alle haben. Das mache ich fürs nächste Mal. An Automaten haben wir alles. Und ich würde sagen, wenn euch der Part gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da, lasst ein Abo da, kommentiert. Ich wünsche euch viel Spaß bei was auch immer ihr macht. Macht es gut, haut rein. Ciao. So, dann noch ein kleiner Nachtrag. Weil, tatsächlich haben wir die Karte gut vervollständigt. Es sind zwei Echos, zwei Wegfreunde. Echos haben wir tatsächlich alle. Das ist sehr gut. Das heißt, demnächst werden Parts folgen, wo wir lesen, viel lesen. So, ich werde einmal den Echo hier, Wegfreund, werde ich aktivieren. Der müsste hier irgendwo sein, ja. Und tatsächlich weiter oben in der Nähe steht der nächste Wegfreund. Aber mit den Echos waren wir gründlich und das freut mich am meisten. Also wir haben nicht viel, wo wir nachholen müssen, was mich beruhigt. Und damit haben wir alle Wegfreunde. Und gerne zeige ich hier ab da nochmal die Karte komplett weiter. Ich gehe ein bisschen weiter vom Wegfreund weg, damit man den Wegfreund auch sieht. Nein, Zeldas Kopf ist immer noch zu groß. So, da habt ihr die ganze Karte. Ihr könnt euch gerne die Karte, so wie sie jetzt ist, abfotografieren. Damit habt ihr die Karte auch komplett und könnt auch nach der Karte ein bisschen gehen. Und dann würde ich sagen, jetzt aber ehrlich, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von dem Geschenk hält. Ich wünsche euch viel Spaß bei was auch immer ihr macht. Macht es gut, haut rein. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zu Endcard. Wie jedes Mal könnt ihr rechts von Foxy ein von YouTube generiertes Video bekommen. Links von Foxy blende ich euch die Playlist ein. Und wenn euch das gefallen hat, dann könnt ihr in der Mitte von Foxy gerne meinen Kanal abonnieren. Ich wünsche euch viel Spaß bei was auch immer ihr macht. Macht es gut, haut rein. Ciao.